The next speaker, Dr. Mehmet Daimagüler. He is an anti-Ziganism commissioner of the federal government. Dr. Daimagüler, the floor is yours. Bitte schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin seit etwa einem Jahr der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. Lassen Sie mich ein, zwei Punkte nennen, die mir besonders wichtig sind. Erstens die Grundlage. Die Grundlage meiner Tätigkeit ist der Abschlussbericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Ja, die haben 2 Jahre getagt, haben ihren Bericht vor anderthalb Jahren, 2 Jahren jetzt bald vorgestellt und haben dort eine Reihe von Handlungsempfehlungen formuliert. Lassen Sie mich von diesen Handlungsempfehlungen einige besonders nennen, weil sie inhaltlich wichtig sind, aber auch mir persönlich wichtig sind. Erstens, wir brauchen mit Blick auf Sinti und Roma eine umfassende Anerkennung des Völkermords an Sinti und Roma. Wir haben etwa 500.000 Menschen, die getötet worden sind von Deutschen. In Deutschland, außerhalb Deutschlands, in Osteuropa, auf dem Balkan. Und es sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Demokratie, ein Rechtsstaat, zu den Verbrechen, die es begangen hat, steht. Der Völkermord an den Sinti und Roma Europas wurde nie wirklich anerkannt. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schande für jedes Land der Welt, aber es ist eine Schande für eine Demokratie. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion aus meiner Sicht. Der Völkermord geschah 1945. Offiziell anerkannt wurde er 1982. Aber was bedeutet offiziell anerkannt? Es gab ja keine wirklichen Folgen. Die Unabhängige Kommission Antiziganismus hat eine umfassende Anerkennung gefordert. Und zu der gehören folgende Punkte. Unterstützung für die Überlebenden. Man redet hier von Wiedergutmachung, aber man kann nicht einen Völkermord wiedergutmachen. Nicht mit Geld, mit nichts. Aber es gibt Überlebende. Überlebende, die in großer Not leben, in Armut leben. Und diesen Menschen muss man helfen. Zweitens. Alle Roma auf dem Balkan und in Osteuropa sind Menschen, die den Völkermord überlebt haben oder Nachfahren von Menschen, die den Völkermord überlebt haben. Es sind Menschen, die bis heute marginalisiert sind, auf dem Balkan wie in Osteuropa. Es sind Menschen, die Rassismus ausgesetzt sind, Ausgrenzung ausgesetzt sind, Armut ausgesetzt sind. Die Unabhängige Kommission Antiziganismus fordert, dass Roma als besonders schutzwürdige Gruppe eingestuft werden. Und das ist richtig so. Und das hat Folgen. Es muss Schluss sein mit den Kettenduldungen von Menschen, die beispielsweise in den 90er Jahren in den Balkankrieg nach Deutschland gekommen sind. Ich meine, es ist doch absurd und paradox. Wir gehen als Land hin und sagen, diese Leute, diese Migranten, die wollen sich nicht integrieren, die passen sich nicht an und so weiter und so fort. Und gleichzeitig tun wir alles als Land, als Staat, damit diese Menschen sich nicht integrieren. Wie soll sich denn ein Mensch in ein Land integrieren, wenn er nur eine Duldung von 3 Monaten hat? Wie soll sich ein Mensch in einem Land integrieren, wenn er nicht weiß, ob er in 3 Monaten noch in Deutschland leben darf? Wie soll sich ein Mensch integrieren, wenn er ausgeschlossen ist von Integrationsangeboten? Wie soll ein Kind, eine Schülerin oder ein Schüler Vertrauen fassen in das Land, in dem er lebt, wenn es Angst haben muss, das nächste Schuljahr nicht zu erleben? Wir brauchen die Anerkennung dieser Menschen als besonders schutzwürdig und damit verbunden ein Ende dieser instabilen, unsicheren Aufenthaltsstatus. Wir brauchen sichere Aufenthaltsstatus für Menschen.
Sondern ich möchte ihnen nichts vormachen. Das ist die Meinung, die Haltung der Unabhängigen Kommission und die des Bundesbeauftragten. In der Regierung ist das keine Meinung, die von allen geteilt wird. Aber wir kämpfen drum. Anerkennung NS-Unrecht, Anerkennung als besonders schutzwürdige Gruppe. Und das Dritte, der Völkermord hat 1945 aufgehört. Aber was wir in Deutschland erlebt haben im Anschluss, war ja kein Frieden und keine Harmonie im Umgang mit Sinti in Deutschland. Wir haben eine andere Art der Verfolgung dann erlebt. Die Unabhängige Kommission Antiziganismus nennt das die zweite Verfolgung. Was ist da passiert? Überlebende kommen aus Treblinka, Sobibor, Auschwitz zurück nach Hause. An die Orte, in denen Familien zum Teil seit Jahrhunderten gelebt haben. Und es wird ihnen verweigert, deutsche Ausweispapiere. Sie werden de facto ausgebürgert. Und ich habe vor einigen Wochen Menschen in Köln getroffen, aus der Community, junge Leute, die staatenlos sind, seit Generationen, weil Überlebenden des Holocaustes, des Völkermordes, die Ausgabe von deutschen Papieren versagt wurde. Und das ist eine Schande. Überlebenden wurde ihr Hab und Gut nicht zurückgegeben. Sie wurden an die Ränder der Städte verbannt. Heute würde man von Umweltrassismus sprechen. Sie wurden vom Schulsystem, von der Schulbildung ausgeschlossen, mit all den wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Und deswegen fordert die Unabhängige Kommission Antiziganismus zu Recht die Einsetzung einer Wahrheitskommission, einer Kommission, die eben das aufarbeiten soll, was geschehen ist, und Vorschläge machen soll, wie die anhaltenden Folgen abgebaut werden. Und diese Wahrheitskommission werden wir berufen, wir arbeiten daran. Der wirkliche Kampf wird beginnen, wenn die Empfehlungen dieser Kommission vorliegen. Weil es ist ziemlich einfach, auch für die Politik, vielleicht gerade für die Politik zu sagen, ja, es ist schlimm, was passiert ist, wir ehren die Toten und machen Kränze und Blumen und so. Aber wenn wir wirklich über den Abbau der anhaltenden negativen Folgen sprechen, dann wird das Geld kosten. Ich sehe das so. Dieses Land, diese Gesellschaft, dieser Staat hat eine Schuld zu begleichen. Eine moralische Schuld, eine politische Schuld und eine finanzielle Schuld. Letzter Punkt. Ich bin der Bundesbeauftragte gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma. Der zweite Teil ist mir sehr, sehr wichtig. Die Community hat viel zu bieten. Kreativität, Energie, Kunst und Kultur, in jedem Bereich. Und das müssen wir sichtbarer machen. Das müssen wir sichtbarer machen. Und das ist die Aufgabe nicht der Community. Community hat unter den Folgen der Ignoranz zu leiden. Aber es ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, der Dominanzgesellschaft, diese Ignoranz zu bekämpfen. Das ist unsere Hausaufgabe und daran will ich arbeiten. Und deswegen ist eine Konferenz wie die heutige hier so wichtig. Und ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank. Man hatte mich gebeten, nicht so lang zu sprechen.